Hoppala. Gott sei Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, Herr Fuchs, Sie haben gerade eine Rede gehalten, die finde ich insofern fantastisch, weil Sie den besten Beweis geliefert haben, warum TTIP und CETA nicht notwendig ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist Exportweltmeister gewesen, hat hervorragende, aus Ihrer Sicht hervorragende Überschüsse. Wir sehen die problematisch. Das haben wir alles ohne TTIP, alles ohne CETA hingekriegt. Wir brauchen das nicht. Der Export funktioniert auch ohne Handelsabkommen, die Sie unbedingt wollen. Ich sehe ja schon das Glitzern in Ihren Augen, wie Sie sich freuen über diese Debatte hier. Sie hätten das ja am liebsten im stillen Kämmerchen, das ganze Thema. Sie können sich übrigens noch viel mehr freuen, Herr Fuchs, Herr Pfeiffer. Am 10.10. werden schätzungsweise mehrere 10.000 Menschen in Berlin gegen diese Abkommen demonstrieren. Es freut uns, dass das so ist, und ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger sich mit ihrem Protest gegen ihre Lobbypolitik für Teile der Industrie durchsetzen werden. Meine Damen und Herren, der Antrag der Grünen ist richtig. Ja, wir brauchen einen Neustart der Handelspolitik. Wir brauchen das Vorsorgeprinzip. Das bedeutet, dass eben erwiesenermaßen unschädlich sein muss, wenn Produkte auf den Markt kommen und nicht hinterher geguckt wird, gibt es eine Schadenersatzklage, wie zum Beispiel in den USA. Wir brauchen eine robuste ökologische und soziale Standardsetzung. Das alles ist in diesem Antrag der Grünen beinhaltet. Wir haben dieselbe Position, und wir sagen auch, das alles, was an Standards gesetzt wurde, übrigens auch positiv in den USA, Herr Fuchs, Sie haben ja richtige Beispiele genannt, darf nicht der Handelspolitik zum Opfer fallen. In den USA bestehen dieselben Ängste wie bei uns zum Abbau der Standards, auch im Finanzwesen, Herr Fuchs, das wissen Sie ganz genau. Und das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Die Kritiker an den Handelsabkommen werden immer mehr. Laut Wirtschaftswoche droht jetzt Frankreich damit, die Verhandlungen platzen zu lassen. Ja, die sind mutig, die Franzosen. Und wie ist es bei uns? Ich möchte noch mal Herrn Gabriel, unseren Wirtschaftsminister, zitieren. Er sagte hier im Plenum, Zitat, den Glauben, wir hätten es im Kreuz gegen den Rest Europas, den Investitionsschutz komplett wieder aus den Verhandlungen herauszunehmen, den habe ich nicht. So viel zaudern. Jetzt hat er doch ein breites Kreuz. Ihr könnt es doch mal zeigen in diesen Verhandlungen. Und nicht immer bloß mehr oder weniger sich so zu Glaubensfragen zu äußern. Ob er glaubt daran oder nicht, ist nicht die Frage, sondern was er tut, um diese Positionen durchzusetzen. Meine Damen und Herren, der Widerstand wird immer mehr. Österreich, Frankreich, Ungarn, wir sind in dieser Frage jedenfalls mit unserer Position nicht alleine. Die Schiedsgerichte, meine Damen und Herren, die beschreibt übrigens die Berliner Zeitung so, Herr Fuchs. Das ist auch der Unterschied zu dem, was früher in diesen Handelsabkommen war. Die Schiedsgerichte, so die Berliner Zeitung, ich zitiere, 11. September, mittlerweile hat sich eine regelrechte Klageindustrie entwickelt. Übrigens nicht Empörungsindustrie, Herr Pfeiffer, Klageindustrie. Ne, Klageindustrie. Die Zahl der Klagen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verfünfzigfacht vor diesen Schiedsgerichten. Ganz offenbar dient der Investitionsschutz nicht mehr in erster Linie dem ursprünglichen Zweck, Unternehmen vor staatlicher Willkür zu schützen. Er ist selbst zum Geschäft geworden, vor allem für die Beteiligten. Und das ist auch ein Grund, warum wir sagen, diese Schiedsgerichte brauchen wir nicht, sie müssen weg, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir so eine Position auch, ja, auch von der SPD, ich verstehe sie nicht richtig. Da wird gesagt, jetzt haben wir doch eine andere Position, Internationalen Handelsgerichtshof. Kolleginnen und Kollegen, bitte lest das CETA-Abkommen. Da sind die Schiedsgerichte drin und nicht ein Internationaler Handelsgerichtshof. Und alle sagen, die können nicht mehr verändert werden, von Malmström bis Gabriel. Ja, bitteschön, wenn Sie aber diese Schiedsgerichte bei CETA akzeptieren, dann können schon 80% der Amis über Kanada klagen, wenn Sie dort einen Standort haben. Kollege Ernst, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen von der SPD? Freilich. Ja. Herr Hosemann. Herr Kollege Ernst, weil Sie gerade eben über das breite oder nicht breite Kreuz vom Herrn Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gesprochen haben, würden Sie vielleicht
freundlicherweise zur Kenntnis nehmen, dass die Europäische Kommission ihre Haltung in der Frage der Schiedsgerichte massiv geändert hat. Keine privaten Schiedsgerichte, sondern einen internationalen Handelsgerichtshof mehr will. Und dass diese veränderte Haltung ganz maßgeblich auf zwei deutsche Sozialdemokraten zurückgeht, nämlich auf Sigmar Gabriel und auf den Berichterstatter und Handelsausschussvorsitzenden im Europäischen Parlament, Bernd Lange. Würden Sie das zur Kenntnis nehmen? Natürlich nehme ich das zur Kenntnis. Und ich habe schon in der letzten Rede gesagt und würde es hier nochmal sagen, da passiert was sehr Seltsames. Es wird nämlich so getan, als würde man mit dieser Position tatsächlich die privaten Schiedsgerichte verhindern. Und das tut man nicht, weil diese privaten Schiedsgerichte, ich habe es gerade versucht auszuführen, in CETA enthalten sind, also in dem Abkommen mit Kanada. Da sind sie drin und da bleiben sie drin, weil das Abkommen nicht verändert werden soll. Wenn also in den USA 80% der Unternehmen letztendlich über Kanada, weil dort die Schiedsgerichte beinhaltet sind, in Deutschland und in Europa klagen können, dann nützt ihnen ein internationaler Handelsgerichtshof überhaupt nichts, sondern sie akzeptieren letztendlich private Schiedsgerichte, wenn sie CETA nicht ablehnen. Das ist der Zusammenhang. Und der zweite Punkt, selbst wenn sie dieses internationalen Handelsgerichtshof hätten, wird eine Zeit dauern, bis man kriegen, gehe ich mal von aus. Aber selbst wenn man hätten, dann haben Sie folgendes Problem. Auch dort ist es eine Sondergerichtsbarkeit, in der nur die Unternehmen klagen können gegen die einzelnen Staaten. Kein Bürger Europas hat die Möglichkeit, in diesen Handelsgerichtshofen zum Beispiel dagegen zu klagen, dass irgendein Konzern aus Amerika, aus Kanada oder sonst wer die Umwelt versaut, die Standards nicht einhält. Da müsste er vor das deutsche Gericht gehen, wenn er deutscher Bürger ist, wenn er Franzose ist oder Italiener. Und das ändern Sie mit diesem Handelsgerichtshof überhaupt nicht. Deshalb sage ich, wir brauchen auch keinen internationalen Handelsgerichtshof, wir brauchen keine Sondergerichte, wir sind Rechtsstaaten in USA, in Kanada, in Frankreich, in Italien, in Deutschland. Wenn jemand klagen will, dann soll er es da tun, wo er lebt. Und damit hat sich das, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, aber ich, bei Ihrer Frage und auch bei Ihrer Einlassung vorhin, muss ich natürlich, was hat eigentlich die SPD für Position? Was will sie denn eigentlich gewinnen mit diesem Schlingerkurs? Also in der SPD, ich kenne doch die Debatte, da sind doch immer mehr Leute langsam frustriert, weil sie sich nicht mehr auskennen, wohin sie wollen. Der Vorsitzende der IG Metall hat im Übrigen gesagt, ich möchte ihn zitieren, weil ja immer so getan wird, als würde Wachstum durch CETA entstehen. Er hat gesagt, da hat das Wetter mehr Einfluss als das Wachstum, als die Handelsabkommen. Die Gewerkschaften, Sigmar Gabriel, sind euch von der Fahne gegangen. Sie demonstrieren mit uns am 10.10. gegen diese Abkommen. Ich weiß nicht mehr, wo die Freunde noch sind. Die sind vielleicht noch bei Herrn Pfeiffer und anderen. Aber eigentlich ist es doch so, dass breite Mehrheiten in der Bevölkerung inzwischen das sehr, sehr kritisch sehen. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass es bei den Schutzvorschriften bleibt, die wir haben. Wir wollen, dass es bei unseren Regulierungen bleibt. Und wir wollen nicht, dass künftig die Regulierung nicht mehr von Parlamenten oder von entsprechenden Regierungen ausgehen, sondern wir wollen, dass es dabei bleibt, dass nicht regulatorische Räte, die genauso geheim handeln werden und tagen werden, wie bisher der ganze Laden läuft, letztendlich die ganze Geschichte bestimmen. Meine Damen und Herren, kommt zum Schluss. Das ganze Vertragswerk zu Kanada, wenn man sich ansieht, und es wird die Blaupause für TTIP werden, da sind auf der einen Seite Dinge ausgenommen vor der Liberalisierung, auf der anderen Seite wieder drin. Wenn man das liest, hat man den Eindruck, die Politik, die gemacht wird, läuft unter dem Motto, wenn man sie nicht überzeugen kann, dann verwirren wir sie halt. Man kommt sozusagen nicht richtig an das Fleisch ran. Der eigentliche Sinn wird verschleiert. Ich bin gleich fertig, Frau Präsidentin. Der eigentliche Sinn wird verschleiert. Es geht, und da hat der Hofreiter vollkommen recht, nicht um die gelben oder grünen Blinker. Es geht auch nicht mal um dieses Chlorhühnchen. Es geht darum, dass wir nicht wollen, dass Standards abgesenkt werden, dass private Schiedsgerichte Rechtsstaaten aushebeln, und wir wollen, dass es dabei bleibt, dass die Parlamente entscheiden, welche Regelungen wir haben. Deshalb unterstützen wir die heutigen Anträge der Grünen, auch unsere eigenen, die wir vorlegen, und rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, am 10. und 10. Oktober mit uns gemeinsam gegen TTIP und gegen CETA zu demonstrieren. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Ernst. Nächster Redner
Dirk Wiese für die SPD.